Okay, ich habe mir gerade den ersten Part angeschaut. Paar Fehler am Anfang und paar Dinger da, bisschen krumm und so. Aber alles im einen war das okay. Waren ein paar Fehler drin und wegen paar Fehler mache ich jetzt keinen neuen Part daraus. Und deswegen, es geht einfach mal weiter. Mark, du bist zu spät. Ja, wir haben auf dich gewartet. Aber jetzt wird alles besser. Hallo zusammen. Lange nicht gesehen. Entschuldigt, dass ich zu spät bin. Ich kann es gar nicht glauben, dass seit der Football-Front ja nur eine Woche vergangen ist. Wieso redet sie dann so, ob das ihm ein paar Jahre vergangen sind? Er hat sich überhaupt nicht verändert. Im letzten Part ja. Meine Fresse, die Frauen übertreiben immer das. Ich weiß, es fühlt sich schon viel länger an. Ich wette, du hast in deiner Freizeit trainiert. Klar habe ich das. Ich habe ja keine Hobbys. Ich bin schon sogar noch schneller als du, Nathan. Haha. Das werden wir ja sehen. Ich habe nämlich auch jeden Tag trainiert. Ich auch. Das wollte nicht niemand wissen von dir, Ratte. Haha, scheint so, als hätten wir das alles gemacht. Als hätten wir alle das gemacht, so. Ich habe mich auf Muskeltraining konzentriert. Moment, der Mann ist doch ein Muskel. Erschieße dich einfach, erschieße dich. Ja, erschießt euch. Einen Moment, wo ist Axel? Er möchte noch seine kleine Schwester im Krankenhaus besuchen. Bevor er herkommt. Anscheinend hat er Julia jeden Tag besucht, seit die Football-Front hier vorbei ist. Er ist total hingebungsvoll, was seine Schwester angeht. Ich verstehe. Oh, ich glaube, Bobby und Erik sind zur Kirkwood gegangen, um einen alten Freund zu treffen. Ja, irgendwas mit, bitte sag mir, wie es, wie der wirklich heißt, ich will mal es wissen. Irgendwas mit Malcolm oder so. Ein Junge, den sie noch aus Amerika kennt. Ach so, der Typ da, der hat ja angeblich einen Unfall gehabt und ist gestorben und ist dann wieder aufgetaucht im Anime und hier ist er, okay. Also gut, lass uns hart trainieren. Um ihnen einen gebührenden Empfang zu bereiten. Haha, der gute alte Mark. Wisst ihr, ich habe mich schon an das intensive Training gewöhnt, dass es mich nur irgendwie entspannt. Ich weiß, was du meinst. Die Football-Front hier war sehr hart. Ziemlich hart. Es kommt mir so vor, als wäre es vor 10 Minuten gewesen. Endlich die Football-Front hier gewonnen. Rückblende. Flashback. Eine Woche zuvor. Direkt nach der Football-Front hier Finale. Ach, die Musik. Wir sind das beste Team des Landes. Ich bin so glücklich. Ich glaube, ich träume. Hör auf zu heulen, Wortzeit. Dies ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Hey Mark, können wir den Pokal auch mal halten? Na klar. Yay, alle verteilen ihre Bazillen drauf. Yay. Wow, das ist schon cool. Haha, spürt das Gewicht. Das Gewicht des Sieges. Ich wette, der macht irgendwas damit. Lass ihn bloß nicht herunterfallen. Ich weiß, ich bin doch nicht so doof. Ah! Moonwalk! Komm her, du Vollidiot. Entschuldige, Captain. Töte ihn. Gut gemacht, großer Bruder. Danke, Celia. Wir waren 7 Spieler, als wir angefangen haben. Wer hätte gedacht, dass wir die Football-Front hier gewinnen? Ich schon. Ich wusste, dass wir gewinnen. Weil ihr mein Team seid. Und jetzt werdet ihr wieder hart trainiert von mir. Ja, vor allem Anbetracht der Leute, die uns permanent erzählt haben, dass der Club ausgelöscht wird. Ich schwöre dir, dass ich keine Ahnung habe von wo. Ja, du hast es ja am Anfang am meisten gesagt. Die hier, die spielt mal im anderen Teil, glaube ich. Und die hier liebt auch Mark und. Aber er sie nicht, aber er liebt nur sie. Keine Ahnung, vielleicht hat sie ja größere Titten, keine Ahnung, vielleicht irgendwas daran. Raimon Elf, lass uns weiter Fußball spielen. Ja! Yeah! Oh. Oh. Ich dachte mir, dass ich dich hier finde. Axel, wie ich sehe, hast du schon mit dem Training begonnen. Haha. Wir haben nicht mehr zusammen trainiert, seit wir gewonnen haben. Die ganzen Interviews, Fototermine und all das. Ich möchte wieder anfangen zu spielen. Ich kann nicht mehr stillhalten.
Das wundert mich auch bei dir nicht, Mark. Hör mal, Axel. Ich wollte mich bei dir bedanken. Nur wegen dir konnten wir dieses Turnier gewinnen. Eigentlich bin ich derjenige, der sich bei dir, bei euch bedanken muss. Du und die anderen habt mir gezeigt, dass ich mit dem Fußball nicht aufhören sollte. Wie auch immer, war der Triumphzug nicht klasse? Die ganze Stadt jubelte uns zu und feierte die Wiederauferstehung, die Nusuma 11. Das hat sich etwas komisch angefühlt. Ja, wir haben immer noch viel Arbeit vor uns, um wirklich so gut zu werden wie die Veteranen. Yep. Dann lass uns aus eigener Kraft Legenden werden. Die nächste legendären Inazuma 11. Wir können das schaffen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Mark, du hast recht. Das schaffen wir. Opa! Wir haben uns angestrengt und es geschafft, die beste Mannschaft des Landes zu werden. Nicht schlecht, was? Unser beider Träume sind wahr geworden. Aber laut Trainer Hillman gibt es Teams, die viel besser als wir sind. Auf diese Teams werde ich mich konzentrieren. Wieso nuschelt der? Hey, ich sehe gerade, dass Silvia und Celia nicht hier sind. Celia hat gesagt, dass sie schon einmal ins Clubhaus gehen wollte, um dort aufzuräumen. Hey, guck mal da. Entschuldigt, dass ich zu spät bin. Ich habe Reisbällchen gemacht und dabei völlig die Zeit vergessen. Onigiri, yay. Oh, guten Morgen, Silvia. Bevor ihr anfangt, sollte ich euch sagen, dass ihr es nicht am ersten Trainingstag gleich wieder übertreiben solltet. Es ist wohl zwecklos, euch davor zu überzeugen, dass ihr euch am Anfang noch schonen solltet, oder? Das ist wirklich zwecklos. Wir müssen vom ersten Tag an alles geben. Ich kann es kaum erwarten, endlich zu erfahren, gegen wen wir als nächstes spielen. Hahaha. Oh, Mark, du wirst dich nie ändern. Du meinst, er wird nie erwachsen? Peter Pan. Alles klar, Team. Lasst uns weiterhin Erfolge feiern und ihr eine überragende Mannschaft werden. WTF. Moment. Hört ihr das auch? Das ist schon lange passiert. Ja, was ist das? Seht mal nach oben. Das nenne ich mal einen Fußball. Ist das eine Sternschnuppe? Nein, zu dieser Tageszeit auf keinen Fall. Ja, und das ist viel zu dunkel für eine Sternschnuppe. Sekunde, bilde ich das mir nur ein oder kommt das Ding näher? Was? Es kommt genau auf uns zu. Ah! Riesenexplosion. Was war das? Was ist passiert? Die Richtung, in die es gefallen ist, war... Oh nein! Die Raimund Junior High! Was hast du gerade gesagt? Celia! Celia ist in der Schule! Wirklich? Celia? Der große Bruder muss sie retten. Mark, wir müssen dort sofort hin. Ja, los, Beeilung! Zur gleichen Zeit im Krankenhaus neben der Raimund Junior High. Die sind für dich, Julia. Axel. Julia, ich bin's, Axel. Kannst du mich hören? Ich hab's geschafft.
Julia, wir haben gewonnen. Wir sind das beste Team des Landes. Ich weiß, ich konnte deine Stimme hören. Wirklich? Du warst immer für mich da, Axel. Vielen Dank, Bruderherz. Doktor, das ist unglaublich! Was um alles in der Welt? Deine Schwester scheint wieder ganz gesund. Das kommt einem Wunder gleich. Also, wird Julia? Sie scheint auf dem besten Weg zur vollen Genesung zu sein. Mach dir keine Sorgen mehr. Oh, danke. Vielen Dank, Doktor. Julia, ich bin so erleichtert. Was war das? Julia, geht's dir gut? Was war das für ein Geräusch? Ach, diese Wichser noch. Hatte ich immer noch vom Anime. Ich hab die immer gehasst. Okay. Okay. Speichern wir mal. Und Spieler mag Spezialtechniken, Ausrüstung. System, Einstellungen. Ah, okay. Infos. Astatter, Technikliste. Ach so, hier kann man sehen. Ach ja, ich werde mich erstmal... Ich habe mich anders umschieden. Ich werde Pokémon Contest erst später machen, nachdem ich das hier fertig habe. Das wird jetzt mein komplettes Hauptprojekt und ich werde kein anderes Spiel jetzt momentan zocken. Das ist scheiße. Ah, wir haben ein Problem! Seiya, was ist los? Wie hätte das denn gerade ausgesprochen? Seiya-Sin! Oh nein! Die Raimon Junior High wurde völlig zerstört! Was ist denn hier passiert? Kapitel 1. Raimon in Ruinen. Ich hab diese Musik geliebt, als immer, wenn diese Gegner kamen. Ich hab die immer geliebt. So geil und episch. Wer um alles in der Welt ist das? Jetzt auch immer keine Sprachausgabe oder was? Wartet! Was soll das? Lass uns durch! Bob, bist du das? Kennst du ihn, Nathan? Ja, Bob der Baumeister, kennt doch jeder. Ja, wir haben zusammen im Leichtathletik-Club. Was ist denn los? Irgendwas stimmt hier nicht. Sie benehmen sich seltsam. Es wirkt fast, als ob sie von jemandem anderen gesteuert werden. Wir haben uns schon erwartet, Fußballclub der Raimon Junior. Was? Unsere Gebieter müssen sich nicht mit euch abgeben. Mit euch armseligen Stümpern werden wir alleine fertig. Ach so, das ist was Neues. Ja, ich kenne das schon. Ja, okay. Ja, ich kenne das Spiel schon.
Er nimmt das Volley und dann rein da. In your face. Versager. Vorwärts, Raimon! Solche Versager. Puh. Und wir sehen uns das nächste Mal.